Das ist der Edelstahlständer Sola, der später dazu dient, dass man einen Hängesessel daran befestigt. Dazu gibt es als Werkzeug den 17er und 13er Schraubenschlüssel, eine Abdeckkappe sowie 4 Schrauben mit Hutmuttern fürs Fußteil. Der nächste Schritt ist, dass wir den Sola mit dem Fußteil montieren. Hier sehen wir, dass die Kopfseite des Solas bereits mit einem Steg vorgeschraubt ist. So, hier ist es empfehlenswert, mit einer zweiten Person zu arbeiten, als Hilfestellung, damit der Sola einfacher aufzurichten wird. Man nimmt von einer Person unten das Fußteil, die andere hält oben das Kopfteil und jetzt wird der Sola aufgerichtet und dabei setzt man das Fußteil, die Stütze, auf das Rohr und wichtig ist, dass jetzt von außen die beiden Backen aneinander geführt werden. So, in diese beiden Backen, die übereinander liegen, werden jetzt die Verbindungsschrauben gesteckt. Das sind Schrauben mit Hutmutter auf der einen Seite. Das gleiche passiert hier. Und die eine Seite ist schon so weit vorgeschraubt. Die muss auch noch nicht ganz festgeschraubt werden, sondern erstmal handfest gemacht werden. Und die vierte Schraube. Und damit ist der Ständer Sola soweit fertig. So. Jetzt im nächsten Schritt werden wir die Schrauben und das Kopfteil richtig festmachen. Der Ständer ist jetzt soweit vorbereitet und geschraubt. Jetzt geht es darum, dass man die einzelnen Schrauben und Teile absolut festmacht. Wir kippen den Ständer nach vorne, das ist ideal, und können jetzt hier mit dem 17er Schlüssel in dieses Rohr hinein gehen und die Mutter festschrauben. So. Das ist mit ein paar Umdrehungen passiert. So, die Schraube ist jetzt fest und jetzt wird die schwarze Kappe, die Abschlusskappe, draufgesteckt und mit den flachen Handballen festgeschraubt. Wir kippen den Ständer jetzt ganz nach vorne. Wir wollen es uns ja so angenehm und bequem machen wie möglich. Und jetzt werden die 4 schon vorbereiteten handfestgeschraubten Schrauben mit Muttern am Ständer festgeschraubt. Das gleiche unten und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite vom Ständer. So, der ist auch fest und das unten machen wir auch feste. So. Und jetzt ist es soweit, dass wir den Ständer aufrichten können. Und der Sola steht fertig zur Benutzung bereit. Das heißt, hier an den Sola wird später oben an dem Steg, der die beiden Rohre am Kopf verbindet und verschraubt ist, da wird mit dem Seil später der Hängesessel One drangehängt. Fertig.